Hallo ihr Lieben. Ich bin auf dem Weg in den Osten, um Zeit mit meiner Familie und alten Freunden auszukosten. Ihr bekommt einen Eindruck vom ostdeutschen Sprachgebrauch. Dass wir hier aufpassen, hier blitzen sie wie hier offen. Ich bin auch schon reingefahren. Und weil es so nah an der Grenze liegt, besuche ich Polen auch. Laika on her way to Poland. Weißwasser. Nur eine kurze Fahrt bis zum Polenmarkt. So, Adi and I are gonna get in touch with our Polish roots. Während ich versuche zu haschen, wie ein Wald den nächsten jagt. Ja, es geht eigentlich. Was ist das? Und hier kannst du 4,23 ist der Kurs für in Euro. Wir in Polen. All diese Eindrücke bringen Erinnerungen zurück. Und glaubt es mir, ich empfinde es als Glück. Denn ich denke an meine Kindheit in Ostdeutschland zurück. Der ist ja auch geil hier. Guck. Der ist geil. Ja. Mit dem Zopfmuster. Das finde ich schön. Kannst du nicht die fremde Frau an die Brust geben? Das ist doch mal. Ich freue mich, hier zu sein und kaufe direkt ein paar Sachen ein. Für daheim, in den USA, wo ich erfuhr, dass ich nicht nur einfach Deutsche bin, sondern aus irgendeinem Grund stecken noch 76% polnisches Blut in mir drin. Wir wussten von nichts, meine Mutter ist adoptiert. Doch trotz immer noch vieler Fragezeichen haben wir natürlich das Ergebnis akzeptiert. Sogar mein Mann Frankie hat polnische Wurzeln. Obgleich aus Frankreich und Amerika, für ihn ist es ebenfalls ein Spaß, ganz klar. Wir fühlten uns besonders verbunden zu einer bestimmten Person. Der Ton scheint hart auf diesen Märkten, doch das gilt natürlich nicht für die gesamte Nation. Schlussendlich gibt es auch noch Essen aus meinen Kindertagen. So Janka zum Beispiel kann kaum jemand abschlagen. I'm being filmed while I eat it. Yes, at least the first one. How is it? You like it? Ja. Was ist hier da? Ochsenfurchtstoffe. Lecker. Lecker? Lecker. Was drin? It's very good. Ja. Für mich sind Supermärkte praktisch überall gleich. Was mich aber interessiert, ist die Sprache und der Preisvergleich. Kaktipia, Sabut. Das Sabut, war das nicht so? Meine Eltern und großen Geschwister haben früher Russisch gelernt. Mit nun viel Nostalgie und einem Korn ist unser Wohlbefinden gewärmt. Ja, und mehr von unserem Europa-Trip seht ihr im nächsten Videoclip.